Sonja, wir sind hier bei der Challenge in Rot. Du startest ja in 14 Tagen bei der Premiere des Ironman in Regensburg, warst aber heute für die Staffel des Bayerischen Bayern 3 am Start. War das ein lockeres Training oder gingst du da heute auch richtig motiviert zur Sache? Ich war sehr motiviert. Ich habe auch versucht, alles zu geben beim Schwimmen. Ist nicht ganz einfach. Wir sind nicht mit den Staffeln gestartet, sondern mit der letzten Startergruppe. Und da war es erstaunlicherweise für mich gesagt so, dass ich nach dem Thomas mit am schnellsten unterwegs war und niemanden hatte, wo ich mich an die Füße klemmen konnte. Musste dann ein bisschen zickzack auch durch die Leute, wollte keinen behindern, weil für viele ist es ja der Saisonhöhepunkt. Habe aber schon geschaut, dass ich ein anständiges Schwimmen hinlege und war mit unter einer Stunde dann auch sehr zufrieden. Ist ja noch 14 Tage bis zum Rennen in Regensburg. Wie schaut die Vorbereitung aus? Hast du das, sage ich mal, gerne wahrgenommen? Man könnte auch sagen, man macht heute nochmal eine lange Radausfahrt oder so, um nochmal richtig was zu setzen. Und das konntest du in Anführungszeichen heute nur 3,8 Kilometer schwimmen. Also da vertraue ich ganz meinem Trainer Ralf Ebli, dem habe ich gefragt, ob es in Ordnung geht und er meinte, das ist gar nicht so schlecht, dieses Schwimmen nochmal als Einheit zu setzen, auch wegen meiner Schwimmschwäche, dass ich einfach nochmal so eine lange Freiwassereinheit habe. Ich habe gestern nochmal sehr, sehr hart trainiert und denke, dass ich ab jetzt praktisch mit dem Tapern dann anfange. Du hast ja hier sicherlich auch das Rennen sonst ein bisschen verfolgt. Bist selber letztes Jahr in Klagenfurt mit deiner, sag ich mal, persönlichen Bestzeit knapp unter 9 Stunden geblieben. Hier waren jetzt heute die Chrissy Wellington noch viel, viel schneller. Wie schätzt du grundsätzlich ein, warum insgesamt, sag ich mal, die Frauen alle irgendwo in letzter Zeit einfach immer schnellere Zeiten, ein anderes Training, an was kann es liegen? Also da möchte ich einfach auf mich selber gehen und das auf mich beziehen. Ich habe jetzt erstmals ein richtig professionelles Umfeld. Ich habe einen absolut professionellen Trainer. Ich kann mein Leben mit Unterstützung von meinem Mann komplett jetzt auf den Sport legen. Und ich ernähre mich danach. Ich esse keine süßen Sachen mehr. Ich schlafe gut und ich kann halt jetzt erstmal einfach das umsetzen, was für Potenzial in mir steckt. Ich habe auch sonst keine Verpflichtungen mehr. Vorher war ich ja immer noch beruflich unterwegs und kann endlich mal rausholen, was in mir steckt, und da erkläre ich mir meinen persönlichen Leistungssprung. Ich denke, dass die Frauen insgesamt härter trainieren jetzt auch und dass das Material sich natürlich auch verbessert, und ansonsten weiß ich nicht, was die anderen machen. Insofern tue ich mir natürlich schwer, allgemein die Frage zu beantworten. Das ist schon klar. Du hast ja gerade dein persönliches Umfeld angesprochen. Vor 2 Jahren kam bei euch ja, habt ein Töchterchen zur Welt, und es ist ja sicherlich noch ganz einfach, dass man dann nachher, sag ich mal, so einen Sport so auf so hohem Niveau macht. Kannst du uns einfach mal erzählen, wie bei dir so ein Trainingsalltag dann mit der Familie ausschaut? Ich habe das große Glück, dass ich eine große Familie um Regensburg habe, die mich sehr unterstützt. Allen voran mein Mann, der Tom, der damals zu mir gesagt hat: Sonja, wann kann ich wieder bei einem Ironman-Rennen zuschauen? Wann racest du wieder? Ich will dich wieder sehen. Ich habe dann gesagt: Du, ich weiß nicht, ob das zu machen ist und wie wir das schaffen sollen. Und er sagt: Komm, lass es uns versuchen, wir werden es sehen. Wenn es nicht klappt, dann lassen wir es halt wieder. Und wenn es klappt, ist gut. Aber ich denke, in dir steckt ein Riesenpotenzial, das sollte man nicht verstreichen lassen. Und daraufhin haben wir eigentlich alles jetzt dem Sport ausgerichtet. Er fragt mich am Wochenende: Hey, was musst du heute trainieren? Er schaut, dass er es dann einrichtet. Und unsere Lisa ist halt höchst unkompliziert, die das dann auch zulässt. Und das ist natürlich super. Es klappt alles ganz, ganz toll. Und ich bin natürlich entsprechend ausgeglichen. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch wieder. Also im Moment ist es sehr gut zu verbinden. Das hast du heuer in dieser Saison mit dem Sieg beim Ironman Südafrika ja schon ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt kommt eigentlich dein Heimrennen in Regensburg, Premiere. Wie sind da die Strecken? Wie schwer? Was für Zeiten kann man da machen? Du kennst sicherlich den Kurs schon aus dem FF. Ja, ich habe natürlich viel drauf trainiert. Der See, da bin ich noch ganz gespannt. Ich denke, es wird Neoverbot sein. Wie das mit dem Schwimmen sein soll, mit Massenstart, da freue ich mich direkt drauf. Das wird ein Spektakel. Wie das dann mit der Strecke ist, die kann man im Moment nicht genau so abschwimmen, weil Leinen für Boote gespannt sind. Aber ich habe im See trainiert und es ist ein sehr schöner See. Die Radstrecke ist toll. Die hat einen langen Anstieg. Danach ist relativ flach, ein bisschen wellig. Den muss man zweimal fahren. Ist, glaube ich, eine schnelle Strecke, wenn der Wind günstig steht, und der Laufkurs durch die Stadt, da denke ich, wird man richtig angesponnen und angeheizt. Es ist viel Kopfsteinpflaster, wie das gelöst wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es eine schnelle Strecke sein kann, wobei ich die genauen Kilometer noch nicht abgefahren habe. Und mit welchen Erwartungen gehst du jetzt einfach, sagen wir mal, sportlich in das Rennen? Ja, fährst du dann auf Sieg und läufst auf Sieg?
Ich werde alles geben. Ich weiß noch nicht genau, wer startet. Ich wollte noch die letzten Rennen abwarten, bevor ich die Liste anschaue, weil es kann ja sein, dass noch andere Leute melden, die jetzt in den Rennen nicht so gut abschneiden oder irgendwelche Probleme hatten. Ich glaube, meine Chancen sind nicht schlecht, aber der Tag muss ja auch passen. Es muss alles stimmen. Der Tag ist lang. Ich denke aber, dass es ein ganz, ganz tolles Rennen für mich sein wird, nachdem ich da sehr, sehr viele Leute kenne und da zu Hause bin. Und ich freue mich unglaublich drauf. Es kommt natürlich zum Schluss noch die obligatorische Frage zum Ironman Hawaii. Da warst du letztes Jahr 14. zweitbeste Deutsche. Ja. Ist es dann mal Motivation, da auch als beste deutsche Frau einzulaufen? Weil meistens ja in den, sag ich mal, nicht in den Fachmedien, aber sonst halt oft nur von der ersten eigentlich zu hören ist dort. Auf jeden Fall. Ob die Sandra Wallenhorst zu schlagen ist, das werde ich dann vor Ort sehen. Wer hat den besseren Tag? Wer ist gut drauf? Aber ich denke, vom Leistungsniveau habe ich gut aufgeholt. Wie es dann auf Hawaii ist, ist es natürlich dann am Tag erst zu sehen, vor allem, weil die Bedingungen auf Hawaii auch sehr schwer sind. Da muss man auch gut zurechtkommen. Ich werde auf jeden Fall alles geben, Top 10 zu machen. Das wäre mein großer Traum. Dann wünschen wir dir jetzt erstmal viel Erfolg in Regensburg und dann, ja, vielleicht sehen wir uns dann auf jeden Fall auch in Hawaii wieder. Danke. Vielen Dank.